Aber ich habe meine Future Cam so. Ich habe meine Future Cam dabei. Perfekt. Oh, perfekt. Wie ihr seht, Leute, hat Herr Palukos hier einen kleinen, naja, wie soll ich sagen, Drogenkeller. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Und zwar werden wir heute etwas machen. Da habe ich jetzt auch schon einen ganz genauen Plan dafür. Und zwar werde ich jetzt einfach mal zu Palukos gehen. Und werde einfach mal in seinen Keller gucken, denn wie wir alle wissen, beziehungsweise wie ich und ein paar andere Leute herausgefunden haben, arbeitet wohl Palo für die Mafia und stellt für sie Drogen her. Und da die Mafia streng gegen die Presse ist und wir das so nicht dulden können, möchte ich mich davon selbst überzeugen und eventuell mal nachschauen, wie der derzeitige Stand so ist. So, gehen wir da mal nach hinten. Ich habe einen Trank der Unsichtbarkeit dabei, sodass uns hier auch niemand sieht. Zack, schnell ausziehen. Perfekt. Schmeiße ich jetzt einfach mal weg hier. Jetzt gehen wir einfach mal runter. Ich habe echt ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil ich nicht weiß, was uns erwartet. Okay, alleine hier kommen wir schon mal nicht ohne Hebel rein. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Und dann gehe ich auch schon in seinen Keller. Ich hoffe, er kommt in der Zeit nicht. Okay, dann müsste es auch hier noch runtergehen. Okay. So, pssst. Wir müssen ganz leise sein. Und könnten wir dies... Nee, hier können wir es nicht platzieren. Hier auch, glaube ich, nicht. Und hier auch nicht, weil hier der Netherbrick gesichert ist. Was? Oh nee. Er hat zwei Türen gemacht. Das ist natürlich doof. Hm, wie machen wir das jetzt am besten? Ach, die hat er unten nicht gesaved. Oh, okay. Na gut, Leute, okay. Crystal Meth. Okay. Er hat hier Crystal Meth. Er hat hier alles gesichert. Ich guck mal in die Truhen rein. Trank der Schwäche. Okay, er hat auf jeden Fall die Brauchstände gesichert, aber... Okay. Das hier ist die Tatkammer. Moment. Muss ich echt hier mal den Shader einpacken. Aber ich habe meine Future Cam so... Ich habe meine Future Cam dabei. Perfekt. Oh, perfekt. Wie ihr seht, Leute, hat Herr Palukos hier einen kleinen... Naja, wie soll ich sagen? Drogenkeller. Der wohl... sehr wohl mit dieser Sache übereinstimmt, dass er eben die Mafia damit beliefert. Gut, dass ich das jetzt weiß. Es wird auf jeden Fall Verwendung finden, dieses Material hier. Aber jetzt müssen wir hier schnell wieder raus. Nicht, dass noch was passiert. Okay, den hier bauen wir wieder ab. Okay, gut, dass wir jetzt so ungefähr wissen, was wir setzen müssen, damit das Ganze hier passiert. So, und jetzt schnell raus hier. Das Ganze macht mir hier echt Angst. Wenn ich nicht weiß, ob er kommt oder nicht. Und... Oh nein. Scheiße. Jetzt ist dieser Hebel hier auch noch gesichert. Was mache ich denn da? Das wird Spuren hinterlassen, Leute. Das wird Spuren hinterlassen. Ist das hier... Das hier... Moment. Aber wie... Wieso ist der hier gesichert? Wahrscheinlich wegen den hier. Stimmt. Wegen denen hier kann ich das hier auch abbauen. Ich hoffe, ich mache damit jetzt nichts kaputt. So. Perfekt. Boah, Leute. Gut. Dann setzen wir jetzt die Future Cam wieder ab und gehen jetzt ganz schnell nach Hause. Ich bin echt gerade ein bisschen total... Boah, was... Wieso hat er diesen Drogenkeller und was hat er damit vor? Was will er damit machen? Ich meine, ich dachte, er hält zu uns zur Zeitung. Er ist hier für uns da, um zu spionieren. Und dann gibt er der Mafia quasi die Überhand und zählt dann zu ihr. Also das verstehe ich nicht so ganz. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, was ich hier gesehen habe. Und hier oben befindet sich nichts. Ich muss hier immer mal wieder kontrollieren, da ja immer wieder Banner und so weiter in mein Haus aufgehängt werden. Und das finde ich natürlich sehr, sehr schlimm. Und das möchte ich natürlich nicht. So, Moment. Okay. Ich weiß es nämlich nicht,
wie lange ich schon aufnehme. Ich möchte heute ungefähr 10 Minuten machen, weil ich habe nicht so viel Zeit. Aber was wir jetzt auf jeden Fall tun müssen ist, mit einem Eimer und schnell wieder sichtbar machen, denn wenn wir unsichtbar sind, ist unser größter Feind die Stadt, beziehungsweise die Menschen, die hier wohnen, denn diese sind gnadenlos und das finde ich schon sehr, sehr krass. Man braucht 83 Quarzblöcke von Level 47 für 48. Alter. Ja, aber das tut jetzt ja nicht zur Sache. Auf jeden Fall, was gestern passiert ist. Ich blende euch hier mal einen ganz kurzen Teil ein, wie ich gefilmt habe, wie Dr. Banks von Herrn Gomme und Herrn Zeronic hinter Gitter geführt wurde. Ja, damit Leute, will ich auch schon fast sagen, das war's von dieser Folge. Ich bin auch total voller Adrenalin, weil ich das einfach richtig schlimm finde, was Palukos da in seinem Keller macht. Wir werden da in den nächsten Tagen da ein bisschen mehr nachforschen, was da so passiert. Und wir werden auf jeden Fall auch schauen, wie das dann weitergeht, wenn wir als Zeitung so hintergangen werden. Gut, Leute, ich würde einfach mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Macht's gut und ciao.